Frau Paula Klein ist Patientin in einer Klinik, welche Teil des Block3-Netzes ist. Somit hat sie die Möglichkeit, Zugriffsrechte für ihre medizinischen Dokumente über die Block3-App zu verwalten. Sie lädt sich die App runter und kann direkt loslegen. Es ist keine Registrierung notwendig, da das Block3-System ein dezentrales Netz ist. Sie kann direkt die App starten und muss lediglich ihren Namen und ein Passwort eingeben. Sie muss sich dieses Passwort merken, denn es wird bei jedem App-Start abgefragt. Da es keine zentrale Nutzungsverwaltung gibt, kann sie ihr Passwort nicht jederzeit zurücksetzen. Indem sie auf Registrieren klickt, wird die App Teil des Block3-Netzes. Komplexe technische Initialisierung und Abläufe finden unsichtbar für die Patientin im Hintergrund statt. Nun muss Frau Klein nur noch ihre App mit dem Konnektor der Klinik verbinden. Hierzu navigiert sie zu Freigaben und klickt auf Neue Institution verknüpfen. Mit der sich öffnenden Kamera scannt sie den QR-Code des Konnektors. Das war's auch schon. Nun hat Frau Klein Zugriff auf all ihre medizinischen Dokumente der Klinik im Block3-System und kann nach ihrem eigenen Ermessen Zugriffsrechte an andere Block-Teilnehmer, mit denen sie verbunden ist, verteilen. Hier sehen wir unter dem Tab Dokumente die Dokumente, auf die Frau Klein aktuell Zugriff hat. Außerdem hat ihr Mann die Block3-App installiert und sich mit Frau Klein über das Abscannen ihres QR-Codes verbunden. Frau Klein möchte gerne ihren Diätplan für ihren Mann Peter Klein freigeben. Dazu sucht sie ihren Diätplan und klickt oben rechts auf Freigabe erstellen. Sie wählt zuerst den Diätplan und im nächsten Schritt die Verbindung zu Peter Klein. Im letzten Schritt legt Frau Klein die Berechtigungsdauer fest und stimmt den Datenschutzbestimmungen zu. Durch das Klicken auf Freigabe erstellen bestätigt sie ihre bisherigen Eingaben und gibt das Dokument für Herrn Klein frei. Wir sehen, wie Herr Peter Klein nun ebenfalls über den Dokumentenreiter Zugriff auf den Diätplan hat. Dass dieses Dokument für ihn nur freigegeben ist, erkennt er am Icon Hand und Dokument. Herr Klein kann auf dieses Dokument nur lesend zugreifen. Er kann es nicht für Dritte freigeben, das kann nur Frau Paula Klein selbst. Die Block3-App bietet auch die Möglichkeit, eine regelmäßige Selbsteinschätzung zu erstellen, ein Tagebuch zu führen, sogenannte Patienten-Reported Outcomes. Diese Selbsteinschätzungen können gespeichert und ebenfalls an Vertraute oder behandelnde Arztärztinnen freigegeben werden. Zur Erstellung solch einer Selbsteinschätzung navigiert Frau Klein zum Reiter Tagebuch und wählt ein Datum. Für den 4. Juli hat sie schon zwei erstellt. Sie kann entweder eines der beiden ansehen bzw. bearbeiten oder aber ein neues erstellen. Sie möchte ihr aktuelles Befinden zuerst neu dokumentieren und klickt daher auf Selbsteinschätzung hinzufügen. Ihre Stimmung ist gut, sie fühlt sich auch sehr fit. Die Übelkeit ist wie immer, es ist weder eine Verbesserung noch eine Verschlechterung zu sonst. Sie hat erfreulicherweise weder Schmerzen noch Angst. Diese Angaben speichert sie nun. Die vorherige Selbsteinschätzung möchte sie löschen. Dazu öffnet sie es und klickt auf Löschen.